Ja, Lernbegleitung zur Förderung der Lernkompetenz. Kurz zum Eingang. Karl hat mich ja schon vorgestellt. Es ist ja nicht nur die Unternehmerschaft, die mich eigentlich fasziniert hat, sondern das Zusammenarbeiten im Team mit Menschen. Das ist eigentlich das, was mich immer am meisten, das war mein Flow. Und das hat zwei Seiten. Ich war ein schlechter Chef. Ich wollte lauter Leute haben, die so sind wie ich. Dann wären sie gut gewesen. Aber so funktioniert die Welt nicht. Man braucht Teams. Und Teams heißt Individuen. Und das habe ich im Laufe meiner Arbeitskarriere lernen müssen und gerne gelernt. Und es hat mich immer schon fasziniert. Nicht nur vom Firmenkonstrukt her, sondern von der Sache an und für sich. Und deswegen habe ich mich die letzten 2,5 Jahre sehr intensiv mit Pädagogik auseinandergesetzt, weil Lernen ist der zentrale Punkt unserer Arbeitswelt im Moment. Wer nicht dazulernt, wer nicht bereit ist, neu dazuzulernen, der wird in dieser Welt nur schwierig bestehen können. Gut, ich habe das Ganze in 7 Punkten aufgebaut, dann zählen wir einfach rückwärts zurück. Was ist denn überhaupt Lernbegleitung? Lernbegleitung ist die Abkehr von der Unterweisung hin zu einer begleitenden Tätigkeit des Pädagogen, das Mitnehmen des Schülers und das individuelle Einstellen. Und dazu gehört Vertrauen, Respekt. Und der Lernbegleiter, der durchaus als Institution zu sehen ist, der Lernbegleiter ist eine Person, die auch etabliert sein kann im Unternehmen. Der sollte eigentlich sein ganzes Tun darauf zu konzentrieren, dass er dem Lernenden den bestmöglichen Weg aufbereitet. Was heißt das? Das heißt im Grunde genommen, er soll selbstgesteuert lernen. Wir alle bauen ja unser Wissen auf unserem impliziten Wissen auf, das wir teilweise noch gar nicht kennen. Also manchmal, jeder, der Golf spielt, kennt es, man haut den Ball weg und der fliegt 80 Meter, aber wenn man auf 200 Meter kommen will, dann muss man das lernen. Und dann kommt einer und bringt einem den Schwung richtig bei. Auf einmal kann man es gar nicht mehr, weil man implizites in explizites verändert hat. Und dann muss man wieder üben, bis man es einfach so im Schwung beherrscht. Und das findet ja eigentlich beim Lernen statt. Man baut auf vorhandenem Wissen auf, das vielleicht weiß man es gar nicht, dass man es hat, aber man braucht es, um neues Wissen zu vernetzen. Also eine Konstruktion im Kopf zu bilden. Und das ist die Aufgabe vom Lernbegleiter, nämlich diese Selbstlernkompetenz beim Lernenden zu unterstützen, weil das Wissen dann viel, viel tiefer sitzt. Auswendig lernen war gestern. Hilft bis zur Prüfung und dann vergisst man es wieder. Gelerntes Wissen aus der Handlung, ein entdeckendes Lernen, ein spielerisches Lernen, ein Lernen, das die Vernetzung mit dem bereits vorhandenen Wissen unterstützt, ist viel tiefer und nachhaltiger. Wo kommt denn der Lernbedarf her? Es sind die alltäglichen Situationen. Die klassische Ausbildung, Onboarding-Prozesse, wenn wir neue Mitarbeiter ins Unternehmen einführen, Software, Prozessveränderungen, neue Umweltbedingungen. Man verändert sich selbst, man möchte weiterkommen, Beförderungen, neue Technologien oder man muss kurzfristig mal jemanden vertreten in einer neuen Rolle. Wichtig ist, dass Lernen im Kopf anfängt und im Kopf auch stattfindet. Dass die Einstellung zum Lernen angstfrei sein soll und offen für das, was kommt. Typische Situation, leider Gottes, in unserer Welt
Geschäftsleitung, Fachabteilung, Personalabteilung. Das ist jetzt gar nicht so negativ gemeint. Das ist die Realität. Wir kämpfen alle mit den mit der Effizienz, mit der wir müssen Gewinne generieren. Das ist die Hauptaufgabe einer Firma, mehr einzunehmen als auszugeben. Und es fehlt die Zeit. Ein Prozess spricht nicht dagegen, dass man sehr individuell auf Personen eingehen kann. Also das Missverständnis will ich gar nicht aufkommen lassen, dass ein Lernprozess klassisch deutsch ist. Da wird ein Prozess aufgesetzt, da wird der durchgeboxt und dann hat sich das. Genau das Gegenteil ist es. Nämlich der erste Schritt ist, den individuellen Lernbedarf festzustellen. Und der Lernbedarf basiert aus dem Unternehmensziel. Was soll der Mitarbeiter lernen, um die Ziele des Unternehmens zu erfüllen? Und auf der anderen Seite, was will denn der Lernende selbst erreichen? Was für Karriereplanung hat er für sich gemacht? Und dazu ist es wichtig, dass das Unternehmen sich Gedanken macht, grundsätzliche Gedanken macht, was will ich als Unternehmen erreichen? Welche Mission, welche Vision entwickle ich? Ich breche die runter. Also ich muss mein normatives Management so gestalten, dass ich für jeden Mitarbeiter im Unternehmen ein klares Bild ergebe, welchen Sinn wir erfüllen. Und wenn das gewährleistet ist, kann ich nämlich als Management in die Funktionen des Unternehmens eintauchen und kann sagen, okay, wir brauchen diese Funktionen, die erfüllt werden müssen im Unternehmen und die besetzen wir mit Leuten mit folgenden Kompetenzen. Die Kompetenzen werden festgelegt, das fließt ins Personalmanagement ein, das fließt in die Personalplanung ein und das fließt natürlich auch in die Erwartungshaltung an einen Lernprozess. Und der muss dann ganz wichtig, muss mit dem Lernenden abgestimmt werden. Auch hier Freiwilligkeit ist das oberste Prinzip. Der Lernweg muss festgestellt werden. Ein Lernweg muss entwickelt werden oder kann entwickelt werden. Aber dann kommt der wichtige Punkt, eine Lernvereinbarung zu treffen mit dem Lernenden. Das kann ein Auszubildender sein, das kann eine Weiterbildungsmaßnahme sein, es kann eine Umschulung sein, es kann jede Art von Weiterbildung. Und dann wird die Aufgabe für das Lernen aufbereitet und übergeben. Jetzt sind wir in dem pädagogischen Teil. Das ist eine didaktische Geschichte. Das ist die Aufgabe für die Pädagogen. Typischerweise der Aus- und Weiterbildungspädagoge. Der hat ein Werkzeugkoffer zur Verfügung an pädagogischen Mitteln, inhaltlichen Lernstoff, den er gar nicht so beherrschen muss, aber in der Aufbereitung des Lernstoffs, das perfekt für seine Zielgruppe zu erstellen. Das ist die Aufgabe des Lernprozessbegleiters. Der sucht dann die Aufgabe aus und das Format. Und dann geht es in die Lernprozessbegleitung, was nichts anderes heißt, wie Lernhürden abzubauen. Lernhürden abbauen heißt, das ist jedem schon gegangen. Man kriegt es nicht in den Kopf rein. Man möchte etwas lernen und man kann es sich einfach nicht merken. Und dann müssen einfach Bilder gebaut werden, dann müssen Brücken gebaut werden. Und das kann man sehr gut durch pädagogische Mittel. Also Lernprozess begleiten heißt aber auch, Lernziele, Zwischenziele zu definieren, sogenannte Dingsbums, Kontrollpunkte. Und an diesen Kontrollpunkten mit dem Lernenden jeweils immer in gewissen Abständen, die individuell gestaltet werden können, je nach Transfervermögen, dass man darüber spricht und dann die neuen Schritte wieder weitergeht. So, und nur dann ist der Lernprozess auch effektiv auszuwerten, wenn man oben den Lernbedarf erstmal festgestellt hat und auch definiert hat. Wenn man hat einen Ist-Zustand und man will sich auf einen Soll-Zustand zubewegen. Was heißt das? An was messe ich das? Das kann ich ja nur an dem Punkt messen, wo ich eine Analyse über die Kompetenzen, die vorhandenen Kompetenzen habe und
das Ziel definiere, wie die Kompetenzen sich dann auswirken. Und dann muss ich mir die Tests dementsprechend einfallen lassen, um diese Ergebnisse zu kontrollieren. Wie findet sowas statt vom Aufziehen eines Projektes? Das erste ist grundsätzliches Wissen im Unternehmen erstmal aufbauen bei den Ausbildern und bei den Ausbildungsbeauftragten. Das passiert in Art von Trainings. Natürlich, da findet schon die Lernprozessbegleitung bei den Trainern statt. Weil nur das, was man gemacht hat, kann man auch lernen. Und wenn dieses Wissen um den Wissensaufbau da ist, dann kann man den Lernprozess entwickeln und dann auch einführen. Das passiert eher auf Workshop-Charakter, weil da kann der Lernprozessbeauftragte oder Lernbegleiter eher helfend eingreifen mit seinem Werkzeugkasten. Und der Rest, inhaltliche Rest, muss von der Firma kommen bzw. von den Ausbildern der Firma. Und dann geht es in die individuellen Prozesse, nämlich in das Ausbilden im Unternehmen. Da ist der Lernprozessbegleiter der die Ausbilder begleitet am lebenden Objekt, nämlich dem Mitarbeiter, der von den Ausbildern in der Lernprozessbegleitung betreut wird. Das kann im ersten Schritt durch den Lernbegleiter extern erfolgen, aber im besten Falle wird die Kompetenz im eigenen Hause aufgebaut und dann ist das ein Automatismus. Fazit: viele Personalabteilungen sind sehr stark mit der Akquise beschäftigt und gebunden. Und es wäre, ich glaube, wenn man dieses Engagement mehr in die Personalentwicklung im Haus verschiebt, wäre mehr damit gedient, weil wir haben momentan Engpässe im Fachpersonal, im Markt. Vielleicht ist das eigene Reservoir viel, viel größer als gedacht. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe gerne für Fragen zur Verfügung.